willkommen hier von der Main-Spessart-Bahn von der Baureihe 612. Die wurde sich vor kurzem mal in einem Stream gewünscht, dass wir wieder mal mit diesem wundervollen Zug unterwegs sind. Und das sind wir hier auf der Main-Spessart-Bahn, und zwar als eine Art Überführungsfahrt. Wir stehen hier gerade in Patenstein. Und unsere Aufgabe ist es, hier diesen Zug zu überführen bis nach Aschaffenburg ohne Zwischenhalte. Wir sind also keine Zugfahrt. Signal steht auf jeden Fall schon, ist schon auf Fahrt. Wir rüsten auf, schalten die PZB an. Scheibenwischer machen wir uns natürlich noch an. Einmal vielleicht auf schnell sogar, weil es heute sehr, sehr schneit. Dann den Netzschalter unbedingt auf anstellen. GST brauchen wir nicht. Lokführerpultbeleuchtung, ja, das ist glaube ich okay soweit. Führerstandsbeleuchtung können wir uns vielleicht gleich einschalten, mal gucken. Ansonsten sind wir soweit abfahrbereit. Oder muss ich noch irgendwie einen Bremsschlüssel oder sowas? Da war doch noch was. Bremsschlüssel, genau. So, Bremsschlüssel auf eingestellt. Zuglichter brauchen wir nicht, können wir auslassen. Leutwerk ist an. Hervorragend. Dann einmal noch hier Spitzensignale eingestellt. Und vielleicht sogar direkt die Fernlichter, je nachdem. Schauen wir mal, wie sich das auf der Strecke verhält mit den Fernlichtern. PZB funktioniert soweit. Dann sind wir auch abfahrbereit. Lösen die Bremse. Und schalten Leistung auf. Nicht so viel auf einmal. Die Verhältnisse heute sind ganz, ganz schlecht. Kommt uns eine Doppeltraktion 185 entgegen. Und wir dürfen ausfahren, und zwar mit 120 bereits. Das heißt also, befreien können wir uns direkt auch. Ja, macht euch eine Tasse Tee. Ich habe mir auch gerade hier eine gemacht. Und das wird dann hoffentlich eine entspannte Fahrt durch die Nacht hier. Weil ich schon gerne sowas wie so eine Art Pultbeleuchtung hätte, die Leuchtmelder Helligkeit erhöhen und die Instrumentenbeleuchtung gerne auch hoch. So, Leistung hoch. Und dann machen wir uns doch nochmal die Spitzensignale an. Beziehungsweise die Fernlichter. Ja, also ich glaube, wenn wir aus der Umgebung die Windstärke rausnehmen, dann haben wir auch nicht mehr so viel Schneeverwirrung vor uns. Ja, wobei, es scheint irgendwie auch keinen Unterschied zu machen. Ja. Nee, also daran scheint es auf jeden Fall schon mal nicht zu liegen. Achso, das ist die Windstärke. So, genau, also jetzt habe ich einfach mal den Wind rausgenommen, damit wir ein bisschen was sehen können mit unseren Fernlichtern. Können wir natürlich in Realität nicht machen, aber in der Simulation ist das wohl in Ordnung. V-Max von unserem Fahrzeug müssten 120, oh nee, 160. 160 schaffen wir sogar mit dieser Kiste. Dann schauen wir mal. Ich hätte gerne sowas wie so eine Art Pultbeleuchtung. Das sind die Scheibenwischer, die Sonnenblende. Notbremse. Das sind die Türen. Das Makro. Schön. Sandsteuer haben wir hier. Können wir ausschalten. Führerpultbeleuchtung. Also ein Dimmer haben wir auf jeden Fall. GST, Kompressor, Netzschalter. Führerstandsbeleuchtung. Das ist die große Beleuchtung. Dann hier irgendwo vermutlich. Bremsschlüssel, Leutwerk, Motorgruppe, Zuglichter. Auch nicht. So, na gut, dann ist das so, dann fahren wir halt mit der Führerstandsbeleuchtung das auch noch. Sehr schön dieseln wir jetzt einmal hier die Main-Spessart-Bahn entlang. So.
Ankündigung auf 100. Das heißt also Leistung komplett runter. Und wir hauen mal die Motorbremse rein. So. Leistung wieder raus auf 0 und ein bisschen aufschalten. Zumal es auch sowieso bergauf geht. Ja, vielleicht doch nochmal den Sandsteuer ein zum Unterstützen. Aber jetzt kommt er. Baut langsam Leistung auf. Auf jeden Fall ein bisschen schwerfällig, der 612er. Was so Leistungsaufbau angeht. So, ab hier sind es auch schon wieder 110. Und wir machen ein ganzes Stück, bis wir in Aschaffenburg sind. Wie gesagt, ohne Zwischenhalte sind heute nicht unterwegs im Personenzugdienst, sondern das ist im Grunde genommen eine Überführungsfahrt. Wir überstellen einfach nur das Fahrzeug. Oder bringen es halt einfach nach Aschaffenburg und dort ist das Fahrzeug dann vielleicht im Einsatz oder wird vielleicht weiter irgendwo hingefahren. Man weiß das nicht. So, auf jeden Fall immer was sehr Schönes in der Nacht zu fahren, wenn es schneit. Ja, und man aber trotzdem noch so diese leichte Helligkeit draußen hat. Und man halt, dass es nicht komplett Nacht ist, also nicht ganz dunkel, sondern man immer noch so ein bisschen was schemenhaft erkennen kann. Und da versuche ich den Zug zusammen mit euch sicher durch die Nacht zu bringen. 30 dürfen wir jetzt fahren. Also wenn ihr zuguckt, guckt euch das am Abend an, macht dabei das Licht aus, dann ist das Ganze auch viel angenehmer. So, jetzt muss ich allerdings einmal ein Foto machen, jetzt wo es sich anbietet. So, wo sind wir? Moment, ich muss einmal ganz kurz hier rauszoomen. Da. Nee, andere Richtung, so, da wollte ich hin. Mal vielleicht hier so einen Screenshot machen. Sichtfeld wieder so. Joa, ich bin nicht zufrieden. Moment. So. Jetzt vielleicht. Genau, jetzt sind wir, glaube ich, etwas mehr im Lichtkegel des Bahnhofs. Ja, also ein Thumbnail brauchen wir auf jeden Fall ja noch für die Folge. Setzen wir mal den Schwerpunkt hier neu, so. Einmal von der anderen Richtung, boah. Ist nicht so ergiebig, also wenn dann eher so von hier. So ist gut. So, dann führen wir mal unsere Fahrt fort. Leistung weiter rein, damit wir auf die 130 hochkommen. So, haben wir jetzt gleich fast erreicht. Da können wir die Leistung ein bisschen ablaufen lassen. Von der Steuerung her steuert sich die 612 genauso wie die Foslogi 6. Ja, also man schiebt da praktisch Leistung auf. Oder nimmt sie entsprechend wieder weg von der Gesamtsumme an Leistung, die man halt aufgeschaltet hat. Es ist nicht so, als würde man mit dem Kombihebel Leistung Bremse, wenn ich da jetzt 50% einstelle, dass da sofort dann 50% gefahren wird, sondern ich gebe halt Leistung zu und dann wird die Leistung gehalten auf dem Niveau, wie ich halt Leistung zugegeben habe. Ne? Also ich den Hebel nach vorne, schalte ein bisschen Leistung auf und dann rastet er wieder zurück in die Position F ein
Und da wird dann die entsprechende Leistung gehalten. So 120. Dementsprechend kann ich jetzt einfach mal runtergehen. Das wäre dann die Stellung ab. Und dann wird ein bisschen Leistung wieder abgeschaltet. Und zwar so lange, bis ich wieder in Stellung F gehe. So. Jetzt kann ich wieder ein bisschen die Leistung erhöhen, damit wir ungefähr die 120 auch halten. Ja, wobei angekündigt sind auch 90. Gerade im HUD gesehen. Von daher lasse ich jetzt einfach mal ausrollen. Müssen wir nicht gleich so stark abbremsen und kommen eventuell gar nicht erst in eine Beeinflussung rein. Okay, doch. So, schnell noch unter 85. Genau, haben wir geschafft. Sie bekommen. Ne, also für die, die vielleicht nicht so oft zuschauen und nicht so viel Ahnung haben von den Sicherungssystemen, sind in der oberen Zugart das Signal, das wir gerade passiert haben, mussten wir bestätigen. Dort war dann ein 1000 Hertz Magnet, der aktiv war, und dann hat die 85 geblinkt. Das heißt also, wir mussten schleunigst auf unter 85 runter. Und hier ist die Ankündigung auf 70, auch das bestätigen wir. So. Und lassen einfach mal rollen. Wir sind jetzt schon beinahe bei den 70. Wenn wir es nicht schaffen, innerhalb der vorgegebenen Zeit auf 85 km/h die Geschwindigkeit zu senken, wenn wir also praktisch die Bremskurve, die da runterläuft, überschreiten, dann lösen wir dadurch eine Zwangsbremsung aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen schauen, dass wir die Fahrt hier möglichst zwangsbremsenfrei überstehen. Vielleicht könnte ich doch die Führerstandsbeleuchtung ausschalten, oder? Was meint ihr? Den dürfen wir überholen, den Kollegen. Der muss jetzt auf uns warten. Und wir fahren jetzt in den Tunnel rein. Sehr schön. So, ich mache nochmal kurz das Licht an, um den Scheibenwischer auf auszustellen. So. Sind wir jetzt im Tunnel. Ab hier dürfen wir dann auf 130 beschleunigen. Können schon mal 120, können schon mal die Leistung aufschalten. So schnell werden wir eh nicht beschleunigen, dass wir jetzt schon irgendwelche Geschwindigkeitslimits reißen würden. Dann lassen wir doch lieber das Licht an. Das gefällt mir doch ein bisschen besser. So, Scheibenwischer müssen wir auch anmachen, damit wir auch wieder was sehen können. Und 120 haben wir gleich erreicht. Wir schalten Leistung ab. Es geht ordentlich bergab, das heißt also Leistung raus und E-Bremse rein, beziehungsweise Motorbremse rein. Eine dieselhydraulische Bremse. So. 146 mit Dostos. Wir versuchen mal nur die Motorbremse zu benutzen.
damit wir möglichst verschleißfrei bremsen. Ja, wurde sich letztens, beim letzten Stream von letzter Woche, wurde sich gewünscht, dass mal wieder ein Video mit der 612 kommt. Oder mit dem 612er. Und dann dachte ich mir, jo, das ist ja schon lange her, das letzte Mal 612er. Also, warum nicht? Einmal hier durch die Schneeverwehungen hindurch gedüst. Viel los heute auf der Strecke auf jeden Fall. Schon sehr viele Züge gesehen. Sind übrigens unterwegs im Fahrplan. Oh, sogar im Schubbetrieb. Wahnsinn. Na, wir sind hier ganz normal im Fahrplan unterwegs. Und der 612 wurde basically hineingespawnt mit dem Free-Roam-Modus. Ja, die Außenansicht bringt jetzt nicht so viel. Zehn Kilometer noch, dann sind wir da. Mal hier vorbei am Bahnhof von ich kann es gar nicht lesen. Nee, keine Ahnung. Okay, 130 dürfen fahren. Auch schön hier die Spiegelung. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können einen Screenshot aus dem Innenraum heraus aufnehmen. Dafür müssen wir aufstehen und dann müssten wir eigentlich kameratechnisch, Moment, einmal das Sichtfeld hier mal. Hallo? Wo sind wir? Ah, da sind wir. Genau. Und dann befinden wir uns praktisch hier drin. Und das finde ich mal eigentlich ganz cool, wenn man praktisch von hier drin Fotos macht. Also wie gesagt, dafür muss man aufstehen. Einmal hier den Schwerpunkt. Vielleicht so von der Seite so ein bisschen. So, und jetzt ein bisschen reingezoomt. So vielleicht. Und jetzt müssen wir noch den Fokus setzen. Einen Autofokus gibt es da leider nicht. Aber so vielleicht, ne? Sieht auch irgendwie ganz hübsch aus. Oder so von etwas weiter oben. Moment. So, ich hab's gleich. So. Und jetzt den Schwerpunkt einmal hier auf die Instrumente gesetzt und dann könnten wir aber auch eher so auf die Strecke. Dafür würde ich das Sichtfeld gerne ein bisschen größer machen. So vielleicht. Und dann einmal nochmal. So. Also ich muss sagen, das Camera Tool, das macht schon unglaublich viel Spaß. So, dann setzen wir uns wieder. Und ja, hoch auf die 130. Ja, was jetzt noch krass wäre, wenn wir den Nebel hätten. Aber das gibt es ja nur auf Strecken, die ab TSV 3 veröffentlicht worden sind, beziehungsweise geupgradet worden sind. Also nur die Strecken mit dem neuen Belichtungssystem und da ist halt die Mensch besser fahren. Die ist da leider nicht upgradet für.
Ein bisschen zu schnell. So, das passt auch schon wieder. Und jetzt gleich dürfen wir eh 140 fahren. So, ab hier. Und einmal hoch mit der Leistung. Nee, wir dürfen sogar gleich 160 fahren. Also einmal Leistung kann tatsächlich maximal rein. 140 haben wir nämlich jetzt erreicht und dann dürfen wir jetzt eben sowieso schon 160 fahren. Also lassen wir einfach die Leistung drin und schauen mal, dass wir innerhalb der nächsten 3 Kilometer immer die Geschwindigkeit ausfahren. Und dann müssen wir eh schon runterbremsen, wo wir auch schon fast da sind. Wahnsinn, dass dieses Fahrzeug 160 km/h schafft. So. 160, jetzt ein bisschen reinbremsen. Wir wollen keine Zwangsbetriebsbremsung bekommen. Weil die PZB ist immer noch aktiv. Die hat da nicht so viel Spaß dran, wenn wir jetzt schneller als 165, glaube ich, werden, ne? Ich meine, 165 ist die Geschwindigkeit, auf die dann die PZB kontrolliert, und wenn wir schneller als 165 sind, dann wird so lange gezwangsbremst, bis wir wieder auf unter 160 sind. Währenddessen haben wir schon eine Ankündigung auf 150 bekommen. Da hauen wir schon mal die Motorbremse rein, und da vorne sehen wir auch schon etwas, was wir quittieren müssen. Also Motorbremse ganz rein, Zugbremse schon mal rein. Und quittieren. Schleunigst auf unter 85. Angekündigt sind 60. So. Haben wir jetzt auch geschafft. Jawohl, Bremsen lösen recht schnell, muss man sagen. Also da muss ich echt sagen, echt gut. Das lässt sich doch recht angenehm fahren, damit dass man da nicht auf. Dass man da nicht unnötig lange noch runter beschleunigt, beziehungsweise die Geschwindigkeit verlangsamt. Und ab hier gelten die 60, wir sind zu schnell und haben halt zu erwarten. So, schnell weiter runter mit der Geschwindigkeit, weil wir gerade über die Weiche fahren und zwar ein bisschen zu schnell. So, und dann müssen wir auch gleich anhalten da am Bahnsteig 2 in Aschaffenburg. Oh, da durften wir sogar nur 40 fahren. Das wurde uns nicht angekündigt. Also E-Bremse, beziehungsweise Motorbremse voll rein. Ich sage mal E-Bremse, aber das ist natürlich E-Bremse. In diesen niedrigen Geschwindigkeitsbereichen funktioniert die Motorbremse auch nicht besonders gut. Ja, also die ist halt voll drin, aber wir werden noch kaum langsamer. So. Und dann die Zugbremse rein, dass wir bloß nicht über das HP0 hinausfahren. Okay, wir müssen noch ein bisschen ranfahren, damit wir bis zur Haltemarkierung kommen. Bitte nicht einsteigen. So. Und
Und wir halten an. So. Hervorragend, Ziel erfüllt. Und mit diesem Bild verlasse ich euch und verabschiede mich und bedanke mich im selben Atemzug auch noch gleichzeitig fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.